Hallo und herzlich willkommen, liebe verehrte Zuschauer. Heute möchte ich euch etwas äußerst, äußerst Wichtiges nahebringen. Beziehungsweise für mich hat es einen unendlichen Wert. Nicht die Sache an sich, sondern der Inhalt. Für euch vielleicht genauso, vielleicht viele von euch halten diese Sache für suspekt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute einen kleinen Einblick in die Bibel gewähren. Ja, schon komisch. Je nachdem, wie man spricht, bekommt man ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen, wenn man die Bibel erwähnt. Oder Gott. Oder allgemein Religion. Nur kurz, ich möchte diese Möglichkeit, euch hier anzusprechen, nicht dazu nutzen, euch auf Teufel komm raus, ha, ja, witzig, zu bekehren oder sagen, dass das Christentum für euch das Richtige ist. Für mich ist es das. Es fühlt sich für mich richtig an. Das ist für mich ein Glaube, den ich für mich selbst akzeptiert habe, in den ich nicht reingezwängt worden bin. Und das, was ich heute sage, geht an all die christlich-demokratischen Unionsmitglieder. Es geht um, ja, christlich-demokratische Menschen. Leute, die christlich-demokratisch sich ausweisen oder sonntags in die Kirche gehen und sich deshalb als ganz, ganz toller Christ fühlen, aber die Worte, die letztendlich drinstehen, nicht beherzigen. Ich lese, seitdem ich klein bin, in der Bibel, egal ob das jetzt einzelne Ausschnitte sind oder mit meiner Großmutter und meinem Vater, bin ich in den Genuss gekommen, dass wir uns jeden Sonntag einmal getroffen haben und darüber geredet haben. Wir haben einen Teil gelesen, haben uns dann auch theologische Fachbücher dazu gekauft teilweise, damit wir einfach wirklich verstehen konnten und eben darüber reden konnten, wie das Ganze für uns heute ja, zu verstehen ist oder was wir darunter überhaupt verstehen oder ob wir da überhaupt irgendwas verstehen. Und heute möchte ich euch, wie gesagt, gar nicht lange großartige Reden hier schwingen. Das Buch bedeutet für mich, wie gesagt, sehr viel. Ich sehe das Alte Testament als das Judentum in meinen Augen und das danach ist das Evangelium, die Ankunft Christi, also das eigentliche Christentum. Katholiken haben in meiner Ansicht nach wenig hiervon letztendlich tatsächlich ja, oft häufig gelesen. Zumindest kommt es einem so vor und Dogmen, Unfehlbarkeit des Papstes oder sowas halte ich persönlich jetzt für nicht allzu sinnvoll. Na, ja, keinsterweise. So, ich werde heute, Judentum gehört eindeutig zum Christentum, ja, also ist quasi der Übergang gewesen, zuerst das Judentum, dann die Erfüllung der Prophezeiung durch Christus, dann eben das Neue Testament, dementsprechend das Neue Testament für uns das aktuellste und dementsprechend sinnvollste zu studieren. Ja, also gibt es bestimmt auch Leute, die was anderes sagen, aber um die geht es jetzt nicht. Ich lese aus Sprüche, Kapitel 28, die ersten 16 Verse. Ich werde auch kurz eventuell ein, zwei Sachen dazu sagen, aber an all die Christlich-Demokraten da draußen, hört zu, es ist wichtig, weil ihr wollt ja euch christlich verhalten, wenn ihr wirklich Christen seid. Es flieht der Gottlose, ohne dass ihm einer nachjagt, der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein Junglöwe. Durch die Verbrechen eines Landes werden zahlreich seine Obersten, ja, viele Leute, denen es gut geht. Aber durch einen verständigen, einsichtigen Mann hat das Rechte lange Bestand. Also nicht auf Kosten anderer, ja? Ein Mann, der ein Haupt ist und die Geringen unterdrückt, also ein Oberhaupt, und andere Leute von oben herab behandelt dann, ist ein Regen, der wegschwemmt und kein Brot bringt. Also ein Sturm, nichts Schönes. Die das Gesetz verlassen, rühmen die Gottlosen. Die aber das Gesetz bewahren, entrüsten sich über sie. Ja, ihr müsst gar nicht den Leuten hinterherrennen und sagen, ihr seid so blöd und so, ihr benehmt euch so oder so. Allein dadurch, dass ihr euch rechtschaffen verhaltet, empört ihr euch über die anderen. Ansonsten seid ihr ja nicht besser. Die aber den Herrn suchen, die aber das Gesetz bewahren, entrüsten sich über sie. Ja, das hatten wir. Böse Menschen verstehen nicht, was Recht ist. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit lebt, als ein Verschlagener, der auf zwei Wegen geht und der dabei reich ist.
Lobbyist in der Wirtschaft, gleichzeitig Politiker? Funktioniert das? Kann man dann wirklich objektiv die Rechte seiner Bürger vertreten? Geht das? Naja, man ist ja nicht der Bibel verpflichtet als christlich-demokratischer Union, sondern nur seinem eigenen Gewissen. Praktisch. Allgemein für Politiker, ja. Wer das Gesetz befolgt, ist ein verständiger Sohn. Wer sich aber mit Schlemmern einlässt, macht seinem Vater Schande. Also nicht allgemein Schlemmern, sondern eben Leuten, die sich, ja. Wer seinen Besitz durch Zins und durch Aufschlag vermehrt, sammelt ihn für den, der sich über die Geringen erbarmt. Ja, ich meine, wie viele Milliarden wir an Steuergeldern verschwendet haben, wenn wir mehr teilen würden, bräuchten wir das Ganze so nicht. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Ich meine, wenn ihr nicht zuhört, was richtig ist und es mal lest, aber so tut, als würdet ihr wissen, was richtig ist, ohne jemals daran gedacht zu haben, wirklich da nachzuschauen, so nach dem Motto, ja, ich kenne die Spielregeln, aber noch nie in die Spielregeln geschaut habt, wie soll das funktionieren? Wer redliche Irre führt auf einen bösen Weg, wird selbst in eine Grube fallen, aber die Lauteren nehmen Gutes in Besitz. Weise in seinen Augen ist der Reiche. Der wusste ja, wie man viel Geld verdient. Self-made man, ja. Aber ein Geringer, der verständig ist, durchschaut ihn. Ja. Wenn die Gerechten triumphieren, ist die Herrlichkeit groß. Wenn aber die Gottlosen aufkommen, versteckt sich der Mensch. Die Menschen, die noch Werte haben, die müssen sich dann ja verstecken, weil die von anderen Leuten gezwungen werden, was anderes zu tun, was ihren Werten widerspricht. Aber das muss nicht so sein. Das will ich zeigen. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden, wenn er denn aufrichtig bereut. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Ja, es gibt keinen. Ich bin jetzt in der Kirche, jetzt bin ich Christ. Und jetzt bin ich im Unternehmen, jetzt bin ich halt der Arbeitgeber, jetzt befolge ich halt Befehle, so in etwa. Ein knurrender Löwe und ein gieriger Bär. So ist ein gottloser Herrscher über ein geringes Volk. Mancher Fürst ist ohne Verstand und reich an Erpressung. Wer aber unrechtmäßigen Gewinn hasst, wird seine Tage verlängern. Ja, kurzfristige Gewinne, kurzfristiges Denken, auf lange Sicht, allein was wir der Natur an Schaden zufügen. Irreparabel, das ist so ein nettes Wort, das heißt, dass es nicht reparierbar ist. Oder dass wir auf jeden Fall neue Möglichkeiten, sehr viel aufwendigere Möglichkeiten begehen müssen, um den entstandenen Schaden zu begleichen. Versteht ihr das? Ein Mensch belastet mit... Ah, das haben wir es ja schon. Das waren die 16 Verse. Ja, so simpel. Ich habe gelegentlich vielleicht versucht, das Ganze so ein bisschen zu übersetzen, dass man es verstehen kann. Einfach. Ja. Und ich möchte jetzt gleich noch was anführen. Also, das war jetzt erstmal für die. So, das steht da so, einfach so. Könnt ihr gerne nachlesen. Elberfelder Übersetzung 2006. Vielleicht ein etwas anderer Wortlaut als bei euch. Ja. Aber es ist so wahr, versteht ihr? Es ist so wahr. Aber damit hier jetzt nicht alle sagen, ich will hier die Leute bekehren, noch gleich eine Perle der Weisheit vom Dalai Lama. Aber davor kurz ein zu kleiner Katz. So. Ich habe mich mit vielen Religionen auseinandergesetzt, ja. Und für mich, wie gesagt, war das Christentum immer das, was sich für mich am wärmsten angefühlt hat. Da, wo ich irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ja. Passt, das ist so, ja. Aber jetzt hier, vom Dalai Lama, der Weg zur Erleuchtung. Die 93. Perle der Weisheit. Ja. Für allen die, die nach Erleuchtung streben. Kann ja auch solche geben. Beziehungsweise, man findet sie an erstaunlichen Orten gelegentlich, die Erleuchtung. Viel Erfolg und viel Spaß bei der Suche. Das ist ein wilder Ritt. Die 93. Perle. Hass, Anhaftung und Eifersucht versetzen unseren Geist in Unruhe und hindern ihn, anderen Wesen mit Gleichmut zu begegnen. Gleichmut bedeutet nicht, dass man anderen gegenüber gleichgültig bleibt oder sich vom Leid der Wesen nicht rühren lässt.
Mit Gleichmut ist vielmehr gemeint, dass man sich allen Wesen gegenüber gleich verhält, ohne die einen zu bevorzugen und die anderen abzulehnen. Dass man ihnen mit Mitgefühl und Liebe gegenübertritt und alles in seiner Macht Stehende tut, um allen Wesen ohne Unterschied zur Erleuchtung zu verhelfen. Und genau das versuche ich ja auch letztendlich hier zu machen. Egal, wer da jetzt gerade vor dem Computer sitzt, egal, was du gemacht hast in deinem Leben, egal, ob du dich selbst als einen rechtschaffenen Bürger empfindest oder eher als Abschaum, du wirst geliebt und du hast die gleiche Chance wie jeder andere da draußen, ein neues Ich zu entdecken an dir. Ein Menschen, der ja quasi unter dieser ganzen Kruste, unter dieser Maskerade, unter diesem Hass begraben ist. Ja, hervorzubringen. Und letztendlich dann mit diesem neuen Ich die Mitmenschen um dich herum, deine Familie im Geiste, vielleicht deine wahre Familie, deine biologische Familie, auch von diesem Hass, von dieser Angst, von dieser Verzweiflung zu befreien. Das ist ein unglaublich, unglaublich gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man seinen Mitmenschen Liebe geschenkt hat. Nicht jetzt so physisch. Nein, dass man ihnen wirklich Liebe geschenkt hat, dass sie lernen, Dinge zu lieben. Dass sie Wohlgefallen an den Dingen haben. Und dass sie die Liebe auch wieder teilen wollen. Weil das ist Liebe. Liebe ist geteiltes Glück. Und das wünsche ich euch. Also, alles Gute. Ich wünsche euch, dass ihr einen Sinn in eurem Leben findet oder schon gefunden habt. Und wenn euch das Ganze hier interessiert hat und wenn ihr mehr über sowas oder andere Themen in der Hinsicht gerne hören wollt, dann gerne Kommentare. Ich sehe ja auch, ob es euch gefällt, anhand der Daumen hoch oder runter und anhand der Klicks könnt ihr ja auch gerne mal euren Freunden weiterempfehlen oder so. Ist ja noch ein sehr kleiner Kanal, aber ich gebe mein Bestes hier irgendwie die Qualität noch weiter zu erhöhen. Gut, auch was Bild und Ton angeht, muss ich zugeben, lasse ich es gerade ein bisschen schleifen, weil mir geht es vor allem um die Werte, die ich versuche zu vermitteln und die Dinge, die ich in meinen Augen, ja, als einigermaßen sinnvoll darstellen kann. Also, alles Gute, Gott befohlen, wenn ihr das wollt. Und ich wünsche euch, dass ihr eure Herzen gegenüber, ja, der Liebe nicht verschließt. Bis dann.